Wenn wir uns mit Orange beschäftigen und das ganz besonders mit unserem aktuellen weltweiten Orange, dann sind wir ganz schnell drin in einer Kapitalismuskritik. Wir sehen im Prinzip, was Orange auf dieser Welt angerichtet hat. Wir sehen eine geplünderte Erde, wir sehen leergefischte Meere, wir sehen schmelzende Gletscher, Milliardäre, die Raumschiffe in die Luft fliegen, um einmal den Orbit zu umrunden. Wir sehen Dekadenz, Reichtum, unendliche Armut, Menschen, die auf der einen Seite des Planeten dafür arbeiten, dass auf der anderen Seite des Planeten andere viel haben. Und das sorgt schnell dafür, dass wir sagen, so, buh, dieses Orange, brauchen wir das überhaupt? Wollen wir das? Können wir das nicht überspringen? Und wir können es nicht überspringen, weil wir nun mal hier so sind, wie wir sind. Und dieses Orange uns auch dorthin gebracht hat, wo wir sind. Und das meine ich im positiven wie im negativen Sinne. Und das Orange hat ganz maßgebliche Eigenschaften, nämlich, dass es das Individuum auf seine eigenen Beine stellt. Und Orange sagt nicht, denk für dich selbst, sondern Orange denkt für sich selbst. Und das beginnt einfach in dem Moment, wo sich Menschen von dem vorherigen System von Blau eingeengt gefühlt haben. Und das muss keine Diktatur und das muss keine Autokratie oder sonst irgendwas sein. Das kann einfach auch dein Leben, das du in blauen Mustern führst, sein, wo du auf einmal merkst, dass du nicht atmen kannst, dass du was anderes denkst als deine Kollegen, dass du was anderes willst als dein Chef, dass du in deinem Beruf mehr Verantwortung haben willst, dass du auch was zu sagen haben willst und nicht nur Befehlsempfänger sein willst. Orange äußert sich darin, dass du sagst, das, was ich jetzt habe, ist mir nicht genug. Und das ist eine Grundanforderung von Orange. Es ist mir nicht genug. Und wenn wir das weitertreiben, kommt dann irgendwann auch Gier und dann ist es nie genug. Und das ist eben das, was wir draußen in unserer Welt sehen. Aber die Unzufriedenheit, das Hinterfragen des Status quo, zu sagen, das, was es jetzt ist, ist mir nicht genug, das ist eine nicht zu unterschätzend positive Eigenschaft von Orange. Und jeder Mensch sollte die in sich finden und haben und hegen. Orange ist natürlich immer Fortschrittsgedanke und das als Politik führt natürlich immer zu dem Wunsch nach mehr Wachstum, nach mehr, nach immer mehr. Und wir uns fragen, wo soll es denn herkommen? Aber der Impuls im Menschen selbst ist, sich weiterzuentwickeln, zu fragen, wer man ist und was man denn auf dieser Welt bewegen kann. Das ist ein oranger Impuls und der ist gut. Und davon haben wir, so komisch wie das klingt, im Individuum selbst noch viel zu wenig. Und gerade wir in Deutschland mit unserer blauen Vergangenheit, mit unserer rigiden Denke, mit unserer rigiden Vergangenheit und auch mit unserer Untertanen-Denke. Wir können eine gute Spritze Orange gebrauchen. Jeder Einzelne. Also nicht umsonst ist es in Deutschland so schwierig, ein Unternehmen zu gründen oder sich selbstständig zu machen. Man wird von beiden Schichten, von beiden Seiten beargwöhnt als Selbstständiger oder als Unternehmer in Deutschland. Man hat die höchste Steuerlast, die Angestellten beneiden einen und der Staat will die Kohle. Also Deutschland ist im Prinzip einfach kein gutes Pflaster eben für Unternehmertum. Und je mehr Menschen da reinwachsen und sich aus dem Blau rauswünschen und mehr Freiheit wünschen, mehr eigenes Denken wünschen, umso früher kommen wir auch immer weiter durch die Spirale durch. Das Wort Selbstständigkeit an sich beschreibt ja Orange
schon sehr gut. Also man nimmt sich aus dem raus, was als Gemeinschaftsangebot da ist. Ich gehe morgen aufs Amt, ich gehe morgen in den Betrieb, ich arbeite da ab, was da ist, und den Rest der Zeit bringe ich auch noch rum. Und den Sprung zu machen, zu sagen so, ich gehe da raus, ich bin selbstständig. Entweder selbstständig in meinem Denken, das heißt zum Beispiel, dass ich zu meinem Abteilungsleiter, zu meinem Chef, zu sonst irgendjemandem gehe, der über mir steht und sagt, ich habe mir gedacht, man könnte meine Arbeit anders machen, man könnte die Arbeit in dieser Abteilung anders machen. Zu hinterfragen, was passiert, Dinge zu verbessern, vor Ort, dort, wo ich bin. Man nennt das auch Leadership. Das heißt nicht, dass ich irgendwo der Anführer von irgendeiner Company werden muss, sondern das heißt im Prinzip, dass ich an der Stelle, wo ich stehe, die Verantwortung für das übernehme, was ich tue. Und das heißt, wenn ich sehe, dass man alles anders machen könnte, dass ich es anders mache und nicht sage, weil der Vorgang bei mir auf dem Amt, Vorgang 1712, genau so gemacht werden muss, wie er schon immer gemacht worden ist, dass es eine gute Art ist, das so zu machen, sondern zu sagen, so alles klar, wir können diesen Vorgang abschaffen, wir können den davorliegenden und den Vorgang dahinter zusammenfassen. Auch das ist Selbstständigkeit. Selbstständigkeit heißt nicht, dass ich jetzt aufs Landratsamt gehe und sage, ich droppe meinen Job und ich suche mir eine Selbstständigkeit und mache was selber, was auch immer begrüßenswert ist, was auch orange ist. Aber Selbstständigkeit kann immer und überall stattfinden. Überall dort, wo jemand Verantwortung übernimmt, wo Dinge bisher genau so gemacht worden sind, wie sie immer gemacht worden sind, nämlich blau, wo Regeln und Bürokratie nicht hinterfragt worden ist. Und orange schüttelt genau das ab. Und das ist begrüßenswert. Das ist orange. Das heißt nicht, dass du die Blinddarmentfernung, die Blinddarmoperation neu erfinden musst oder einen neuen Motor erfinden musst. Orange ist eine Eigenschaft in dir. Orange ist eine Eigenschaft von Selbstständigkeit, von eigenmächtigem Denken und sich selbst zu ermächtigen, diese Dinge dann auch umzusetzen. Und es gibt so einen Spruch von einem Bekannten von mir, der heißt, reich sein für eine bessere Welt. Und deshalb trage ich heute auch diese Mütze. Den finde ich deshalb so spannend, weil wir natürlich ganz leicht verführt sind und das bringt der Neid so mit sich, Menschen, die reich sind, abzulehnen. Also wir lehnen den Reichtum der anderen ab. Wahrscheinlich auch oft, weil wir dann damit den Armut und das unser eigenes Unvermögen nicht spüren müssen. Es ist einfacher, jemanden, der draußen in der Welt die Nase in den Wind hält, der was riskiert, der was eingeht, der am Ende auch damit belohnt wird, der dann den Sportwagen fährt, der dann den Pool vorm Haus hat, zu dem zu sagen, das ist das Arschloch, das über Leichen gegangen ist und im Prinzip ich mich damit wohlfühle, dass ich all diese Dinge nicht gemacht habe, dass ich das Risiko nicht eingegangen bin, dass ich weniger erreicht habe, dass ich am Ende meinen Lohnzettel am Ende des Monats kriege und mit 65 oder 67 wann auch immer meine Rente. Und der andere, der hat sich entweder auch ein paar Mal auf die Nase gelegt und dann kann ich sagen, hehe, der hat sich auf die Nase gelegt oder der hat halt dann seine zwei Villen, ja, die eine kleine an der Côte d'Azur und die andere in den Alpen und den Sportwagen und die Rolex. Und dann macht mich das irgendwie fertig, aber ich bin dieses Risiko nicht eingegangen und bin nicht so geworden wie der, habe das nicht so gemacht wie der. Orange ist, es so zu machen wie der. Der sagt, ich gehe das Risiko ein und Fehler gehören dazu. Ich lege mich auf die Nase, ich lege mich auch immer wieder auf die Nase. Ich probiere immer wieder was Neues. Und wenn ich den Blinddarm nicht hier gefunden habe, dann mache ich einen neuen Schnitt und dann suche ich ihn dort. Also so wie zum Beispiel Mediziner vorgehen in einer Zeit, in der noch wenige Operationen vorgenommen
worden sind auf dieser Welt. Oder eben Martin Luther, der sich aus der Kirche rausbewegt hat und seine 52 Thesen an die Kirche in Wittenberg geschlagen hat und gesagt, ich kann nicht mehr so. Ich kann einfach nicht mehr so. Ich kann diesen Status quo so nicht mehr halten. Das ist falsch. Es fühlt sich falsch an. Wir müssen die Kraft, die Macht an die Leute geben, an den Einzelnen. Und das ist orange. Ja. Und reich sein für eine bessere Welt ist vor allem auch für die Idealisten auf dieser Welt ganz wichtig. Wir können auf die Straße gehen als Ökologen oder als Klimaaktivisten oder als Teil der psychospirituellen Szene und wir können uns darüber beschweren, dass die dort und da, dass die Welt kaputt machen, dass der Neid und die Gier und all das Gehirn auffrisst und wir uns damit unseren Planeten kaputt machen. Du kannst dich aber auch fragen, wie kann ich es denn ändern? Und das ist orange. Und hier gibt es im Prinzip zwei Bewegungen. Das eine ist, ich komme von blau nach orange, weil es mir zu eng geworden ist. Oder ich komme von grün nach orange. Das sind die Klimaaktivisten, das sind die Ökologen, das ist die psychospirituelle Szene, die durch unsere bequeme blaue und orange Welt über zwei Stufen drüber hopsen konnte und sich im Pluralismus, im Idealismus breit gemacht hat und gesagt hat, ah, guckt mal, die Bösen, die Blauen und die Orangen haben unsere Welt kaputt gemacht, aber nie selbst in einer Macherposition waren, in einer Verantwortungsposition. Und das ist auch ein Appell an der Stelle an Grün, an Menschen in Grün, an Menschen, die sagen so, wir müssen dafür sorgen, dass auf diesem Planeten alle Menschen gleich sind und gleich behandelt werden. Und die Frage ist, was kannst du tun? Was kannst du tun, um das zu ändern? Und da finden wir uns in Orange. Und da hat Orange alle möglichen Skills. Und da befinden wir uns in einer Zeit, wo jeder anfangen kann, für sich zu lernen. Und das ist eine orange Idee. Jeder kann anfangen, egal ob du in Afrika in einem kleinen Kaff mit Internet sitzt oder in Berlin oder in New York oder in Reykjavik oder irgendwo im ewigen Eis. Unsere Welt durch Satellitentelefone, durch Internet hat die Möglichkeit geschaffen, dass jeder anfangen kann. Und ich war selber 20 Jahre im Marketing und habe 10 Jahre davon mindestens Idealisten dabei begleitet, ihr Business aufzubauen. Und in diesen Bereichen gibt es ganz viele Menschen, die Erfolg ablehnen, weil sie mit Erfolg das verbinden, was die äußerlichen Bilder von Erfolg sind, die sie vielleicht nicht mögen. Nämlich, was weiß ich, nach unten treten oder seinen Erfolg und seinen Reichtum zur Schau stellen oder nichts teilen oder Dinge sinnlos verbrauchen und anschaffen. Also diese Bilder könnten sein, dass sie in dir den Erfolg, der orange ist, ablehnen lassen. Dass du vielleicht von deinen Eltern ganz oft mitgekriegt hast, dass Geld was ist, was schlecht ist oder Menschen sich immer Sorgen um Geld gemacht haben in deiner Umgebung und du mit Geld irgendwie was Unangenehmes assoziierst und nicht das, was befreit. Und reich sein für eine bessere Welt heißt zum Beispiel, wenn du dich selbst ermächtigst, da reinzugehen und zu sagen, ich kann mit meinem Business, mit meiner Selbstständigkeit, ich kann ein Unternehmen gründen. Wenn du so idealistisch bist, dann sieh das doch nicht so, dass du das Geld jetzt nur für dich und dein Ego brauchst, dass du den Erfolg für dein Ego brauchst. Aber wenn du tolle Projekte draußen in der Welt hast, mit der du das Klima verändern kannst, mit denen du Geschlechtergleichberechtigung schaffen kannst, mit denen du irgendwelchen Stämmen in Brasilien helfen kannst, ihren Wald zu kaufen, wenn das Projekte sind, die dich kicken, dann
kannst du an der Stelle halt auch einfach dein Ego beiseite lassen und dann machst du das für die. Dann sagst du, ich habe eine gute Idee für ein Business. Ich weiß, wie man eigentlich Geld machen könnte. Ich mache es aber nicht, weil ich das Thema Erfolg und Geld eigentlich nicht mag. Und wenn du sagst, okay, dann mach es halt nicht für dich. Dann mach es für die geilen Projekte. Dann mach es, wenn du die Welt retten willst, dann mach es, um die Welt zu retten. Und dann benutzt du Orange für dich als ein Werkzeug. Du wächst da rein. Du kannst damit umgehen. Und du kannst auch ein Stück weit das Orange verstehen, das du jetzt vielleicht ablehnst. Und dann bist du gesünder in deinem Grün und in deiner Sehnsucht nach Pluralismus, nach Gleichberechtigung. Bist du viel gesünder, weil du schielst nicht nach Orange. Du bist viel mehr, viel freier, weil das, was dich vorher belastet hat, was du ablehnen musstest, da, wo du dich nicht reich gefühlt hast, das kannst du im Prinzip ändern. Das kannst du ändern durch Orange.